Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Wir sind jetzt bis nach Akkon vorgedrungen und müssen gucken, was wir hier zu tun haben. Denn ich habe noch keine Ahnung. Bin echt gespannt, was jetzt hier so Sache ist. Und hier gibt es garantiert wieder neue Flaggen zum Sammeln. Akkon-Flaggen oder sowas. Hier sind skeptische Wachen in der Nähe. Die wollen wir natürlich nicht umsonst einfach mal so reizen. Das geht gar nicht. Ist nicht unser Stil. Wir können es besser. Guten Tag. Also hier sind definitiv keine informierten Wachen. Die haben keine Ahnung, dass wir hier irgendwo unterwegs sind. Und bevor wir nach Jerusalem gehen, müssen wir Akkon erstmal fertig machen. Das ist Akkon. Eine riesige Festung. Hier können wir unser Pferd erstmal abstellen. Ich glaube nicht, dass es gut ist, mit einem Pferd durch die Stadt zu gehen. Komm, Pferdchen. Bleib stehen. Wie, stoßt ihn nochmal? Was soll das denn? Könnt ihr den armen Bürger nicht in Ruhe lassen? Müssen wir erst kommen? Pass mal auf, mein Freund. Da holen wir gleich mal unsere Klinge raus. Ihr tut ihm weh. Hört doch mal auf damit. Guten Tag. Au. Wehr dich, komm, Alter hier. Genau. Der andere kommt nicht. Jetzt haben wir Zeit, ihn hier fertig zu machen. Na, wirst du wohl. Komm schon. Na also, geht doch. Hallo. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Habt ihr gehört, wir sind ein wahrer Held? Oh, guck mal, und das müssten die Söhne sein. Wir bewegen uns jetzt also mit den Söhnen in der Stadt umher. Wir sind Gelehrte. Bürger gerettet, Gelehrte sind ein gutes, bewegliches Versteck. Ja, da habt ihr vollkommen recht. Dann gucken wir mal, dass wir an denen hier vorbeikommen, ohne dass uns jemand entdeckt. Wer hat gesehen, was hier passiert ist? Niemand hat das gesehen. Die Gelehrten, die sind einfach nur so hier. Aus Spaß an der Freude. Ah, sehr geil, wirklich. Wir laufen einfach mal mit. Wer hat diese Person umgebracht? Niemand. Genau, macht uns einfach Platz, wir sind richtig gut. Ach, wir haben ganz schön viel dazu gelernt, dafür, dass wir die ersten Folgen bloß damit zugebracht haben. Ausgezeichnet. Aussichtspunkt. Aussichtspunkt erreicht. Ein Aussichtspunkt zeigt Ihnen den Standort des Büros und weitere wichtige Informationen. Gut, das heißt, hier rechts ist schon der Aussichtspunkt, wir müssen also versuchen, irgendwie dahin zu kommen. Bedeutet auch, wir müssen jetzt erstmal einen wichtigen, schönen Platz finden, bei dem wir uns irgendwie ganz in Ruhe rausstehlen können aus der Gelehrtenmenge hier belauschen. Sie werden beobachtet. Achten Sie auf Ihr Verhalten. Ja, ja. Da kann ich doch nichts für. Familie ist sterbenskrank. Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Ich brauche es. Ich habe Hunger. Nur ein paar Münzen. Ich flehe euch an. Nein, Mensch, hau ab! Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur, mein paar kleine Münzen. Ja, ja. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld. Ja, schön. Geh. Aber ich brauche doch Geld, Herr. Nein. Arm, krank und hungrig. Ist mir egal. So,
Irgendwas war mit belauschen. Ich sollte hier jemanden belauschen. Vielleicht sollten wir uns einfach mal zu diesen Leuten hier gesellen. Den da? Nee. Auch nicht. Wen sollen wir belauschen? Doch offensichtlich einen von da vorne. Aber vorher hole ich mir die Fahne, die hier rumsteht. Eventuell ist es eine Fahne, die wir schon haben, oder eine Fahne, die wir noch sammeln müssen. Also eine von einer neuen Stadt. Hospitaliter-Flagge. Ach, Scheibenkleister, es gibt wieder neue Flaggen. Belauschen. Setzen Sie sich auf eine Bank in der Nähe und erfassen Sie ein Ziel. Ach, die da soll ich belauschen. Okay. Das heißt, wir setzen uns jetzt einfach mal hin. Na, was sagt ihr denn? Ich höre nichts. Ach, zuhören? Da oben drücken. Okay. Habt ihr von Alain gehört? Der Schütze, der den Ostflügel bewacht? Der Bruder dieses armen Tropfes hat einen Pfeil in die Kehle bekommen. Wird kaum die Nacht überleben. Wie kann er weiter Wache schieben, wenn sein Bruder sterben wird? Er besucht ihn oft und ich übernehme seine Wache, wenn ich kann. Im Moment aber nicht. Nein. Ich muss mich auch um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Dann sollte er beten, dass der Doktor nicht von seiner Abwesenheit erfährt. Wird er nicht. Solange du schweigst. Keine Angst. Euer Geheimnis ist sicher bei mir. Okay, irgendjemand soll auf irgendjemand anders aufpassen. Einige der Wachen vom Dach der Festung sind nicht auf ihrem Posten. Und das müssen wir jetzt irgendjemandem berichten. Aber wem? Das ist die Frage. Außerdem sind wir hier kurz vor einem Aussichtspunkt. Ich will da jetzt hoch. No matter how. Wir werden schon irgendwie einen Ort finden. Da vorne könnte man hoch. Ich muss bloß irgendwie jetzt an den Wachen vorbeikommen. Und versuchen, hier hochzukommen. Ja. Sehr schön. Ah, oh, hier ist auch ein schöner Platz zum Verstecken. Wunderbar. Nee, der Aussichtspunkt ist auf der anderen Seite. Auf dieser. Ah, sieht gut aus. Ihr dürft nicht passieren. Okay, ich habe nichts passiert, ich bin weg. Das war eine dumme Idee, oder? Ah, da ist wieder ein Bürger in Gefahr. Ich will ihm auch gleich helfen, aber erstmal muss ich hier hoch. So. Sehr schön. Zumindest ein Aussichtspunkt schon mal ergattert. Oh, die Stadt ist gar nicht so klein, wie ich gedacht habe. Wie ich gehofft habe. Na klasse. Aussichtspunkt im Armenviertel. So, und wo ist jetzt ein Bürger in Gefahr? Dort ist auf jeden Fall eine Fahne. Die werden wir uns nachher noch holen. Niemand wird dir helfen. Oh, das hört sich nicht gut an. Aber das muss hier irgendwo sein. Hier unten? Hier ist es auf jeden Fall lauter. Wir gehen mal runter. So, wir haben schon mal unsere versteckte Klinge ausgewählt. Versuche nicht zu flüchten, alter Mann. Es gibt keinen Ausweg. Ich habe doch nichts getan. Warum tut ihr das nur? Hinfort, Bettler. Schrei, wie du willst. Oh. Es wird nichts ändern. Tut mir nichts. Bitte. Hau ab, Bauer. Ach so, ich soll abhauen, ja? Versucht es. Du wirst dein Leben. Hier endet mein Leben nicht. Das werde ich euch, aua, zeigen.
Na komm schon. So, Checkpoint erreicht. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen davon erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Ja, ne? Ich finde das gut. Ich bin ein wahrer Held, definitiv. Wir haben wieder einen Bürger gerettet und da vorne können wir wieder weiter wandern. Aber nein, wir gehen einfach so weiter. Wir wollen weitere Bürger retten, weitere Fahnen sammeln. Na los, komm hoch. Und dafür müssen wir erstmal auf den Dächern der Stadt hin und her. Auch wenn das gar nicht so einfach scheint, hier scheinen überall irgendwo Wachen aufgestellt zu sein. Da ist eine, da hinten beim Turm ist eine, zwei sogar jetzt mittlerweile. Mann doch. Scheinen gar nicht so unalarmiert. Aber es musste ja auch mal schwieriger werden. Man konnte ja nicht immer nur über die Dächer der Stadt laufen. So, was haben wir denn hier? Da hinten ist eine Fahne. Das heißt, einmal runter. Habe ich nicht gerade gesagt, du sollst runter? Genau. Und go! Na. Kommst du so wieder hoch? Ja. Das war eine peinliche Aktion, Alter, hier. Und wieder eine Flagge. Sehr schön. Ja, das sind so eine Sidequests, die ich gar nicht so verkehrt finde. Da hat man wenigstens was zu tun, wenn man nicht mehr genau weiß, was man machen soll. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauche das Geld. Mit wem redet sie da unten wieder? Ich sehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur mein paar kleine Münzen. Gott, nee, die bettelt auch alles an, was kreucht und fleucht. Kann das sein? Komm, wir müssen auf die andere Seite. Oh, 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 oh. Aua, was war das? Ich habe mir irgendwas getan. Ha, keiner weiß es genau. Ab. Und hier hoch. Das scheint ein neuer Aussichtspunkt zu sein, wenn ich das richtig sehe. Kommt nicht näher. Wir haben den Aussichtspunkt schon mal in Augenschein genommen, sehr gut. Und da können wir den Todessprung machen. Ich will ihn auch gar nicht kaputt machen, das verstößt gegen mein Credo. Halt, ihr dürft nicht passieren. Du, ich will auch gar nicht passieren. Oh, jetzt ist es passiert. Toll. Mit Leichen können sie ihre Gegner ablenken. Mit Leichen kann ich meine Gegner ablenken. Ich will doch nicht alles töten, was mir entgegenkommt. Zeig mal an. Zeig mal die Karte. Haben wir wenigstens die beiden Aussichtspunkte bekommen? Gelehrte, Gelehrte. Das haben wir auf jeden Fall gemacht. Aussichtspunkt, Aussichtspunkt, Aussichtspunkt. Haben wir den Aussichtspunkt auch? Wir hatten noch irgendeinen Aussichtspunkt auf jeden Fall schon. Ich glaube, hier war das einer. Ja. Aber die haben wir alle nicht. Das ist das Doofe. Ich möchte heulen. Na egal. Gut, wo sind wir denn hier jetzt? Sieht sehr gruselig aus. Ist gut, ich bin wieder weg. Okay, alles gut. Sie waren bis eben noch alarmiert. Alarmierte Wachen sind nicht lustig. Oh, jetzt geht er schon wieder los da. Komm, Klinge auswählen. Nö, ich wollte doch das Schwert auswählen, Mensch. Den haben wir. Du bist der Nächste. Und du der Letzte. Die arme Bürgerin hier, das geht ja wohl gar nicht.
Sie sagten nicht, was sie von mir wollten. Aber ich sah das Böse in ihren Augen. Verzeiht, dass ich euch nichts für eure Tat geben kann. Aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Ja, danke schön. Heißt, es sind wieder Gelehrte da? Wer hat das getan? Die Leute sind leicht alarmiert, wir gehen aber ganz ruhig hier lang. Bürger gerettet, Partisanen sind Alliierte. Das heißt, es gibt Leute, die auch für mich kämpfen. Finde ich natürlich sehr nett. Dankeschön. Danke dafür. Aber wir brauchen trotzdem noch mehr als das. Wer hat das getan? Was ist passiert? Das sind Fragen, die mich gar nicht interessieren. Warum nur? So, oh, hier sind Wachen in der Nähe. Das ist gar nicht gut. Und hier müssen wir rauf. Was verschreit denn da? Wir müssen da oben auf den Turm. Müssen wieder aufpassen, dass wieder keine Bogenschützen oder sowas in der Nähe sind. Geht alle weg. Okay. Einmal hier hinstellen. Alles ruhig. Okay. Gott, da steht auch wieder einer. Nun, warum tut er das? Komm schnell hoch. Wir haben ihn ja hoffentlich nicht getötet. Au. Ah, Scheibenkleister. Hat er mich erwischt. Komm hoch. Los, ich will bloß den einen Knopf drücken. Oh Gott. Herrgott, wir haben es geschafft. Mann. Machen wir gleich einen Todessprung, sind raus hier und alles ist gut. Okay, geschafft. Gut, dritter Aussichtspunkt im armen Viertel von Akkon. 4 von 15 optionalen Zielen. Sehr schön. Und wir haben übrigens 7 Lebenspunkte. Ich glaube, je mehr optionale Missionen man macht, desto mehr Lebenspunkte sammelt man. Kann das sein? Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen nach Südosten. Kommen wir sowieso noch an einem Aussichtsturm vorbei. Okay. Hier liegen so viele Tote rum. Tote Leichen. Wir müssen eigentlich... Was? Was zum Teufel wollt ihr? Ist ja gut, ich gehe ja schon. Aber da oben ist eine Fahne. Die will ich haben. Und die hole ich mir. Scheint keiner unterwegs zu sein. Das ist doch nice. Haben wir da noch eine Fahne? Nee, aber einen Bogenschützen. Den wollen wir nicht provozieren. Oh. Da ist auch einer. Also manchmal finde ich das nicht besonders witzig. Okay, die Fahne lassen wir erstmal. Wir machen unseren Auftrag weiter. Soll irgendwo noch ein Aussichtspunkt sein. Da vorne? Ach, hier oben. Ach. Sehr geil. Dann haben wir schon den nächsten und sind kurz vor unserem Questziel. Ich habe vergessen zu drücken, richtig? Richtig. Was tut er? Noch einmal hoch. Das ist so gut gelaufen, Mensch. Scheibenkleister, na gut. Jetzt sind wir wieder oben.
Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt Assassin's Creed.